Yo Leute, willkommen zurück bei der Pate, die Don-Edition. Ja, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Ja, wir haben ein Lagerhaus von den Zolotzos gesprengt mit 3 Rohrbomben. Und jetzt machen wir jetzt weiter, Leute. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß und jetzt nehmen wir einen anderen Wagen. Beim letzten Mal hatten wir den da drüben. Wir sind nur wegen Speichern hier hingefahren. Ich habe den Part ja so lange gemacht, deswegen war das das Problem. So, wir müssen uns jetzt wo treffen? Da drüben. Okay, dann können wir von hier aus fahren. Ich muss auf jeden Fall noch mehrere Läden übernehmen, aber da können wir jetzt noch nicht. Sagt Leute, das ist ein großes Problem für uns, weil unser Rekrut, der wird direkt sterben und ich muss sowieso jetzt eine Verbesserung jetzt gleich machen. So, sobald das jetzt geradeaus am Fahren ist, mache ich das mal schnell. So, hier kann ich ja direkt machen. Ja, Gesundheit besser für mich. Dann haben wir auch kein Problem, dass wir direkt sterben. Jetzt haben wir ein bisschen mehr bekommen. Mittag sind wir jetzt da. Boah, ey, ist das eng hier. Hammer. Da sind wir. Hey, haltet das Auto auf! Mit Monk müssen wir uns treffen. Was soll ich denn heute Abend kochen? So, wir berauben dich mal erstmal. Wir brauchen Geld. Bist du ein Freund von Monk? Ich habe dich nämlich noch nie gesehen. Ja, das ist gut, dass du mich nicht gesehen hast. Du wirst mich dann öfters sehen irgendwann. Ich warte hier, Boss. Pass auf, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. So, das ist Monk. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Ich soll dir von Clemenza ausrichten, dass Tom Hagen auf dem Anwesen auf dich wartet. Aber jetzt trinken wir erstmal einen. Was muss ich tun? Er hat keine Uhrzeit gesagt. Ein Drink geht schon. Ich muss sowieso mit dir reden. So, jetzt müssen wir zum Anwesen wieder zurück. Voll umsonst hier hingefahren. Oh, da ist Sonny. Jack Waltz, der... Sieh mal, ich bin nicht wie mein Vater war oder ist. Das gebe ich zu. Aber eines sage ich dir, und er würde dir dasselbe sagen. Wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich so gut wie jeder andere, wenn du weißt, was ich meine. Ich arbeite für die Corleone-Familie, als Mann für heikle Angelegenheiten. Aber ich könnte einen Assistenten brauchen. Interessiert? Jetzt noch nicht. Woher weiß ich, dass Sie nicht lügen? Vergessen Sie es. Jetzt noch nicht, Leute. Jetzt machen wir noch nicht die Aufgaben. Erstmal... Wie gesagt, die anderen. So, wir fahren jetzt mit ein schnelleres Auto. Ist besser. So, wir haben da Vendetta oben. Leute, müssen aufpassen. Ich glaube, wir sind im Krieg mit dem Tertalias, ne? Ja. Haben wir sowieso. Aber trotzdem. Habe ich jetzt auch, ne? Wenn die mich sehen, dann erschießen die mich direkt. Ich glaube schon, dass ich die nächste Verbesserung machen werde, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ich schau mal. Weil die nächste Verbesserung ist da ganz, ganz, ganz oben. Wenn ich schon ein schnelles Wagen unter mir habe, ich glaube, ich gehe das mal auch holen. Ich weiß nicht, wie teuer das jetzt wäre. Ich weiß nicht, Leute. Also, ich mache das dann so, da, wo wir jetzt gerade waren, ne? Da, wo wir mit Monk geredet haben. Wir werden uns das jetzt erstmal anschauen, wie teuer das ist. Und wenn das überteuert ist, werde ich dann einen Cut machen dann. Ist besser, Leute. Weil die Fahrt dauert schon bestimmt 5 Minuten. Dann werde ich von hier aus starten wieder. Damit ihr Bescheid weiß. Dann sagt ihr nicht, hey, was machst du denn da und so. Ist besser, Leute. Die Fahrt dauert jetzt nicht bestimmt so lange, aber trotzdem. Bestimmt in 2 Minuten. Mal schauen, vielleicht mache ich auch gar keinen Cut, ey. Was rede ich da? Wofür?
Aber wir müssen von hier unten fahren, weil das jetzt weitergeht. Deswegen, Leute, ist das Ding, ne? Ja, und eine Mission dauert ja immer 10-15 Minuten, die Hauptquest. Da ist das Ding. Ja. Oh, hier sind die Vaccinis. Boah, sind auch hier viele Läden, ne? Die wir noch übernehmen müssen. Ich muss auch aufpassen, ne? Die werden uns hinterherfahren. Sobald ich die Verbesserung gemacht habe, werden dann Leute kommen. Schon sicher. Deswegen muss ich auch gut parken jetzt hier gleich. Wenn wir überhaupt die Verbesserung bekommen, ne? So, wie teuer bist du? Also wie teuer ist das? Die hier könnte dir gefallen. Wenn sie dich schnappen, ich kenne dich nicht. Okay. Ich mach nicht mit der Schrottflinte, sondern die Tommy Gun ist besser, weil die ja mehr Emotion hat. Wir müssen aufpassen. Okay, da kam keiner. Lass mich nicht hier. Ja, komm doch. Du Tier. Ja, sorry, ich muss aber mich beeilen, ne? Komm, ich mag keinen Cut, Leute. Dann geht der Part wieder länger, aber was soll ich machen? So, ich fahr jetzt. Ich sag nichts dazu. Also ich bin am Lenken, Leute, aber hat der diesmal nicht gemacht, keine Ahnung warum. Fahren wir schneller. Ja, das meine ich. Das meine ich, ey. Egal, komm, wir fahren weiter. Wir fahren jetzt richtig schlecht. Gerade hatten wir das Problem mit dem Gameplay und jetzt hier mit dem Fahren, ne? So, beeilen wir uns in der Mission. Ich hoffe, ich fahre richtig jetzt, ne? Ja, ich habe keinen Cut gemacht, Leute. Egal, scheiß drauf auf die 2 Minuten. Aber das ist gut, dass wir den Upgrade gemacht haben. Früher habe ich das voll falsch gemacht. Ja, ist auch einfacher das Spiel gewesen. Ich bin euch ehrlich, hier ist das schwieriger, gebe ich zu. Deswegen gibt es auch, glaube ich, Rekruten, dass die uns helfen. Und hier können wir auch mehrere Fähigkeiten bekommen. Das gibt es ja auch noch. Du musst hier rein, ne? Ja. Wie gesagt, Leute, da habe ich das anders gespielt. Ich habe erstmal die Verbesserung nicht gemacht. Ich weiß, ich bin mit dem Hauptquest war ich fast am Ende, also in der Mitte des Spiels, sagen wir mal so. Und dann habe ich das mit der Verbesserung gesehen. Da habe ich halt angefangen. Da sind wir. Ja, und das war falsch, ne? Wir müssen erstmal die Verbesserung machen, weil dann können wir auch viel bessere Läden übernehmen. Weil wir haben dann viel bessere Waffen, ne? Viel besser ausgerüstet. So, Pferdewette. Jack Wolfs, besser gesagt, boykottiert Don Vitos Patensohn, der berühmten Sänger Johnny Fontaine. Nun soll Tom Hagen Wolfs ein Angebot machen, das dieser nicht ablehnen kann. Jack Wolfs, Filmproduzent, der es wagt, die Corleones herauszufordern. Schön, dass du hier bist. Unser Freund Wolfs in Hollywood macht Ärger. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Wenn Mr. Wolfs vernünftig ist, wird er unsere Sicht der Dinge verstehen. Falls nicht, gebe ich dir Bescheid. Rocco weiß, was zu tun ist. Rocco von Pokémon. Nein, Spaß. Boah, das Anwesen ist so geil. Ich werde dafür sorgen, dass er kein großer Star wird. Und ich will Ihnen sagen, warum.
Schön und aufregend war sie. Sie war jung und sie war unschuldig. Und außerdem war sie das Beste, was ich jemals im Bett gehabt habe. Und ich habe sie fast alle gehabt. Seinetwegen schmeißt sie alles hin und mich macht sie lächerlich. Und jetzt scheren sie sich gefälligst raus. Und wenn ihr Gangsterboss irgendetwas gegen mich im Schilde führt, sagen sie ihm, ich sei kein Bandleader. Ja, ich kenne diese Geschichte. Danke für das Essen und den amüsanten Abend. Vielleicht kann Ihr Chauffeur mich zum Flughafen bringen. Mr. Corleone besteht darauf, schlechte Nachrichten unverzüglich zu erfahren. Eine der krassesten Missionen, Leute. Auch eine meiner Lieblingsszene von dem Spiel, also von dem Film. Der hatte den gleichen Hut wie ich, ne? Also, ich hab den jetzt weggemacht. Los, zu den Stallungen. Ja, hätte ich den Hut noch gehabt, ne? Jo, die Wachen sind alarmiert. Ich wollte gerade die Mission neu starten. War gerade am Erzählen und dann habe ich Scheiße gebaut. Passiert mir öfters hier, ne? Keine Ahnung warum. Los, zu den Stallungen. So, wir müssen Rocco folgen, der weiß, wann wir loslaufen können. So. Wir müssen einen Weg um das Haus finden. Los, komm mit. Da ist sein Pferd. Hat Walls ein Vermögen gekostet. Das Vieh ist ihm wichtiger als sein eigener Schwanz. Ja, das stimmt. Ich hab mir den Film geschaut. Ja, die sind noch am Reden. Wieso reden die nicht? Okay. Dann. Wir müssen an den Wachen vorbei. Leise. Ja, ach, als würden wir laut vorbeilaufen. Hab ich ja gerade gemacht. Hier lang, los! Diese Autos hat jeder, Leute, ich weiß nicht. Ist Standard hier, ne? Hey, hier geht's rein. Ich glaube, Luxusautos sind anders, die wie wir haben, diese schwarzen, ne? Das sind die Luxusautos. Psst, da kommt ein Posten. Da sind wir jetzt im Stall, ne? Wir müssen den Stall von Khartoum finden. Hier ist Khartoum. Dieses Pferd. Nicht die. Was für nicht die? Das ist ja doch. Was ist das denn? Bleirohr habe ich bekommen. Geh nach vorne und halt die Augen offen. Hier wird's gleich ziemlich laut. Boah, ich könnte das niemals ein Tier antun. Könnte ich nicht. Oh, armes Pferd, ey. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Also ich habe nichts gesehen. Ey, das ist das zweite Mal. Leute, ich bin wirklich schlecht, ey. Hallo? Ah, da ist der. Hallo? Hallo? Hast du noch so, der war hier drüben. Ich bin rübergegangen, ne? Ist mir auch noch nie passiert, Leute. Ich bin euch ehrlich. Ich bin nicht passiert. Da kommt er jetzt. Wir müssen ins Schlafzimmer. Du gehst voraus. Hallo? Ach so. Ja, wieso hat der mir eine Flasche gegeben? Wir haben doch volle Gesundheit. Scheiße, alles ist voller Blut. Ja, normal, du hast den Kopf mitgenommen, ey.
Nein! Nur Scheiße bauen hier, ey. Leute, ich mach nur Scheiße, wirklich. Keine Ahnung. Also bei dem Spiel, bei den anderen Versionen hatte ich nie solche Probleme. Ich weiß nicht, warum ich das mache, ey. Keine Ahnung. Ich bin so ein Doof. Du gehst vor. Wenn die Luft rein ist, bringe ich das Paket. So, ist noch jemand hier? Kommt Rocco überhaupt? Rocco? Ah, da ist er. Oh Mann. Scheiße, ist das Ding schwer. Boah, jetzt muss ich wieder belauschen, ne? Was die jetzt reden werden. Jo. Hey Baby, ich liebe es, wie du dich bewegst. Hast du heute Nacht schon was vor? Ich hab zu tun. Ich kann jetzt nicht. Ja, macht er die einfach an, ey. Da sind wir. Ich muss jetzt auf Rocco warten. Da kommt er. Jetzt kommt gleich die beste Szene von dem ganzen Spiel. Eigentlich auch von dem Film. Bewacht die Tür. Ich bin gleich wieder da. Pferdewette, Mission gemeistert. Respekt plus 12.500. Geld 15.000. Und wir haben wieder keine Geldsäcke gefunden. Leute, wo sind die Geldsäcken eigentlich, ey? Ich glaube, wenn man das nachschauen würde, würden wir das alles finden, ne? Ja, wenn ich das privat spiele, werde ich das mal machen, ne? Mit Nachschauen spielen, ne? Ist besser. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind im Mittern. Steht da. Ich mach mal eine Gute Pause, Arbeit. Boss. Mich, Tom vergisst nie einen Gefallen. Du bist erst jemand, wenn du eine Street Sweeper hast, Junge. Finde einen Schwarzhändler, der mit Waffen-Upgrades dealt. Das spart dir eine Menge Geld. Und dann kannst du deinen Gegnern einheizen. Ja, haben wir das schon mal gemacht. Das haben wir schon. Du solltest mit Tessio reden. Er hat einen Job für dich. Yo. Wir können jetzt einen Boxkampf machen, ne? Sollen wir das mal versuchen, Leute? Ja, ich will mich jetzt auch nicht blamieren, aber ich werde es versuchen. Aus dem Weg, Blödmann! Ich werde es versuchen, komm, warum nicht? Wenn wir schon hier sind. So. Traust du dich mit mir in den Ring? Oh, 2000 kostet das. Egal, komm. Hört sich gut an. Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht daneben. Was muss der durchspammen, Leute? Ich habe keine andere Wahl. Hier wird gekämpft, Hilfe! Geh mal da weg, Mann. Was ist denn da jetzt los? Jo, der hat es geschafft. Boah, Leute, früher war das einfacher. Egal. 2000 haben wir verloren, ne? Schade. Ja, ich habe den fast besiegt, aber ich glaube,
unser Rekrut hat uns genervt da. Der war nebenan. Und da, wo ich links gehauen habe, hat der... War schon, mir wirklich leid. Schon da. Ja, egal. Scheiß drauf, Leute. Mann, ist das heiß. Ja, ist wirklich heiß, Leute. Das Wetter auch. So, wir müssen ein Auto klauen, ne? Ich glaube, ich werde aber erstmal zu meinem Versteck fahren und den Part dann beenden. Ist besser. Wir machen den Part jetzt kürzer, weil ich hatte den schon längst. Ich bin zu allem bereit, Boss. Ja, du bist auch allem bereit und wegen dir haben wir ja verloren, ne? Du Vollidiot. Und da ist jetzt auch so, das Ding ist runtergefallen. Das Beste. Ich würde schon sagen, was ist da runtergefallen? Alter, wo sind wir denn gelandet hier? Ich weiß nicht, bevor ich abhaue, soll ich einen Laden übernehmen? Schau mal. Könnten wir eigentlich, ne? Da sind auch noch zwei. Hast du das gesehen? Das Blamage wäre, wenn wir ich verlieren. Ich sollte dir eine scheuern. Hey! Wo ist meine Waffe Deckung, da? Boss! Jo, wir haben voll wenig Schuss. Was soll denn das? Willst du mich verarschen? Der Trottel nervt langsam, ich will einen anderen Rekrut haben. Was ist das für eine Scheiße? Furchtbar. Ich bin am Brennen. Boss, ich brauche Kopf! Ich brenne! Leute, wir brennen! Zwei gegen einen, wie mutig! Lassen Sie mich los! Ich weiß, wie ich das jetzt machen könnte. Aufhören! Verhandeln wir! Schau mal hier die Sachen an. Ja, perfekt. Gute Idee, Boss. Hau alles kaputt! Wollen Sie unbedingt sterben? Falls nicht, geben Sie mir, was ich will. Alles klar, Mann. Ihr kriegt euren Anteil. Hauptsache war meine Hand, also mein Arm in dem Dings drin. Jo, was ist das denn hier wieder? Oh Leute, ich glaube, ich werde sowieso jetzt gleich sterben hier, ne? Meine Sachen kaputt. Ja, ich nehme das jetzt mit, Leute. Wenn wir sterben, ja, dann verlieren wir das Geld dann. Ist besser. Boah, dieser Idiot, ne? Der regt mich schon auf, Leute, wirklich. Wegen dem sind wir fast zweimal gestorben. Also einmal sind wir ja gestorben und beim zweiten Mal fast auch. Tun Sie das weg. Boah, wirklich, ist das so nervig. Jetzt machen wir dich fertig. Was willst du? Guck mich mal. Kannten Sie das Opfer? Ich kann das nicht glauben. Halt, tu mir nichts. Ja, wir will noch mehr. Ich will noch mehr Geld. Oh mein Gott. Wer reicht, komm. Sie sind schön und Sie sind vernünftig. Wo ist der Anteil der Corleones? Okay, okay. Egal, was du willst, es gehört dir. Dankeschön. Ich kann das nicht glauben. Ah, da ist er. Was? Greif! Weißt du was? Du kriegst jetzt einen schönen Tod jetzt. Was ja. Willst du? Du mal, bist dran, unser Kleiner. Rekrut, ne? Der ist so dumm. Geh mal weg da, Mann. Ich will was versuchen. Leute, unser Rekrut nervt gerade. Boah, ich wollte ihn runterschmeißen, ne? Wirklich, Leute, ich muss jemanden Neues anheuern. Das geht nicht, ey. Oder wir lassen ihn sterben. Weil, guck dir den mal an, ey. Der macht nur Scheiße. Der war gar nicht so. Und jetzt ist er voll schlecht geworden. Hilfe! Hilfe! Ja, ist doch gut. So, wo lang muss ich hinfahren?
müssen wir jetzt wieder runter, ne? Also ich muss zurückfahren und dann rechts. Oder wir fahren direkt dahin, ne? Ne, komm, ich mach den Part nicht länger, Leute. Oh, da ist noch eine Flasche, das ist perfekt. Hat sich jetzt gelohnt. So, ich muss zurückfahren. So, wo lang jetzt? Noch, also noch eine Straße und dann runter. Ja, ich könnte die Party jetzt schon mal beenden, ne? Weil, ja komm. Aber spätere Zeit, Leute, werde ich das so machen. Wenn ich dann speichern gehe, werde ich dann aber das euch nicht zeigen. Aber das lohnt sich ja nicht, weil ich werde dann nur einen Laden dann übernehmen von vielen Läden. Und dann brauche ich das noch nicht mal dann zeigen, wenn ich dann speichern gehe, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt noch ein paar Parts noch. Dass ich euch noch zeige, dass ich speichern gehe. Und danach können wir das nicht mehr machen. Weil das ist umsonst Zeit. Ne? Ihr könnt eigentlich auch skippen. Eigentlich. Weil der Part ist jetzt schon längst vorbei. Ist so, Leute. Geh ja nur speichern jetzt. Jo, ich habe auch nichts gesehen hier. Jo, das wird immer schlimmer. Wir fahren jetzt hier rein. So, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Wow. Wenn es wieder heißt, der Pate, die Don-Edition. Ciao, Leute. Ich bleibe hier.